Bin ich blöd, hab ich ihn echt übersehen, oder was? Ach, da drin! Oh mein Gott, ich bin blöd. Oh Gott sei Dank, ich bin da. Gott sei Dank. Ich hab's schon nicht mehr geglaubt. Wir müssen hier verschwinden. Okay. Mir nach. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Jetzt brauche ich, glaube ich, dieses Unberührbar-Zeug. Fuck. Moment mal, wir hatten ja noch ein Ding. Hier kriegen wir zusätzliche Gesundheitsfelder. Benutzen. Yeah. So, haben wir jetzt noch Zeit? Beziehungsweise Dingens? Ja, genau, können wir noch mal ein bisschen Medizin herstellen? So, zwei Spritzen reichen erstmal. So. Was ist das immer so ein dicker Klops? Ich habe keine Granaten mehr. Okay. Ach Mann, Jason! Du sollst doch diesen scheiß RPG feuern. So. Wo ist denn überhaupt O'Reilly? Och Mann! So, so schnell sind die ganz scheiß Dinger da weg, ey. Wenn man keine Munition mehr hat. Lad doch mal nach, du Penner. So, wo ist jetzt O'Reilly? Okay. Kannst du einen Heli fliegen? Nein, du hast doch einen Flugschein. Ja, aber für Flugzeuge. Ja, dann musst du schnell lernen. Was? Du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann was werden. Okay, wir verpissen uns jetzt mit Riley, während die anderen ja immer noch nebenbei irgendwie entführt werden. Lisa hat uns, oder irgendwo hingebracht werden. Ja, entführt kann man doch schon sagen. Lisa hat uns ja irgendwie angerufen. Also wir müssen den Helikopter beschützen. Ihr seht oben links, beziehungsweise oben in der Mitte. Natürlich, ich bin auch schon wieder völlig durcheinander. Passiert so viel. Die Leben des Helikopters und Riley versucht das Ding jetzt irgendwie das erste Mal zu steuern. Was natürlich Hollywood-mäßig eigentlich richtig geil klappen wird. Auf einmal entwickeln sich da ungeahnte Fähigkeiten. So. Ist das geil? Die Musik ist das edel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wir werden sterben, Mann. Das war's jetzt. Wir sterben. Flieg weiter. Okay. Okay. Ist das nicht Star Wars oder so? Benutze die Macht. Oh, danke, genau, benutze die Macht. Das ist typischer Humor von Far Cry 3. Ist das so geil. Diese Hommage an die ganzen Spiele und Filme und alles. So, teilweise die ganzen Medienkritik, die da irgendwie drin steckt, dieser Humor ist einfach nur genial. Ah, ich liebe das. Bam! So, jetzt explodiert natürlich hier schon viel. Muss natürlich auch gut aussehen, das Finale. Yeah. Scheiße, ich sehe ihn nicht mehr. Haha, geil. Wieso fliegen wir eigentlich im Kreis? Das würde mich mal interessieren. Wow. Oh, jetzt werden wir getroffen hier. So, du auch weg. Du auch hier unten. So, der kommt auch weg. Zack. Balla, 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 balla. Ratatatatata. So, jetzt komm, jetzt flieg endlich weg hier. Ach so, oder wir vernichten jetzt wahrscheinlich einfach nur das ganze Reich von heute hier. Alles, was davon übrig geblieben ist. Das birgt natürlich auch die Gefahr, dass wir bei Schaden nehmen und vermutlich noch abstürzen. Wer weiß, ob wir dann überhaupt noch wegkommen. So, rechts ist immer noch irgendwas. Ein Helikopter nähert sich, beziehungsweise nicht nur einer, sondern gleich mal 3 Milliarden. Aber mit der epischen Musik im Hintergrund ist das alles natürlich kein Problem.
Wir machen sie alle fertig. Wir benutzen einfach die Macht. So. Bam, 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 bam. Wenn ich so wackern würde, würde ich immer treffen. So, der nächste Pilot ist rausgeschossen. Oh, doch, der. Ballern wir nochmal schnell drauf. Vielleicht explodiert er ja noch. Genau. Einfach, weil wir die Macht besitzen. Was blinkt denn hier? Okay, wir fliegen jetzt zur Höhle. Auf zu Dr. Earnhardt. Gegen die Bank wetten. Das ist auch ein Pokerspiel, ey. So ein Wichser. Wir scheinen es erstmal geschafft zu haben. Wir haben eigentlich das komplette Reich von Hoyt vernichtet. Beziehungsweise seine ganzen mobilen Fluggeräte. Sein Militär. Und ihn natürlich auch. Scheiße, das, ja, das Haus brennt. Oh nein, wer liegt denn da? Dr. Earnhardt. Jason. Wo sind Sie? Wo sind meine Freunde? Ich konnte die Krieger nicht aufhalten. Es tut mir leid. Sie brachten ihre Freunde zum Tempel. Ich muss sofort zum Tempel. Der ist nicht weit weg. Nicht mit dem Heli. Wir müssen los, jetzt! Komm. Okay, also die Frage mit den Freunden wird sich jetzt wahrscheinlich auch noch klären, was ich ja vorhin angekündigt hatte. Beziehungsweise wahrscheinlich schon im letzten Part. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier aufnehme schon. Das geht um den Tempel von Citra. Da wurden unsere Freunde hingebracht. Nicht, dass Citra uns verraten hat. Wir haben die alte Schlampe gefickt, ey. Jetzt fickt sie uns. Wo sind denn alle verflucht? Citra, was hast du mit meinen Freunden gemacht? Wie schön, dass du siegreich zurückkehrst. Hey! Wo bringen sie ihn hin? Die alte Drogentante, ey. Ich bin mal gespannt, ob die mir überhaupt noch hilft. So, ein bisschen war das Vertrauen habe ich jetzt gerade verloren. Groß, stark, mächtig. Warum wieder das sein, was du einst warst? Nun bist du perfekt. Das ist meine Schuld. Ich ließ dich leben mit dieser Last. Der Pfad reinigte dich, doch die Läuterung ist nicht vollendet. Das ist falsch. Tu das nicht. Ich liebe dich, Jason. Aber du lässt mich dir nicht all meine Liebe geben. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Es verletzt mich, deinen Schmerz zu sehen. Citra. Ich will dir nur helfen. Dich dafür lieben, wer du bist. Den Mann anbeten, der du geworden bist. Es wird alles bald vorbei sein. Ich bringe dich auf das Podium. Und dort wirst du von deiner Vergangenheit befreit. Und dann gehöre ich dir. Deswegen fesselst du mich jetzt? Oh Mann, Frauen. Citra.
Folge dem Pfad des Kriegers. Oh Mann. Wie wir auch uns immer jetzt irgendwie losreißen konnten. Ich habe keine Ahnung. Aber Citra, ey, die Alte setzt uns immer unter Drogen. Das ist doch krank. Wer weiß, dass sie schon wieder für ein Zeug anders haben. So, es geht wieder mal auf einen Selbstfindungstrip. Der durch. Die Stärksten überleben. Mit den Rakias bist du machtvoll. So wie die, die vor dir kamen. Waffen töten Menschen, sie bringen sie nicht wieder zurück. Ein großer Krieger! Was hast du sicher in den Rücken geschossen? Mächtiger Krieger, du bekommst das letzte Tatar. Sie fallen alle vor dir auf die Knie. Und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Du brauchst es ein Krieger gegen all diesen Tattoos auf deinem Arm? Ich nehme es in dir, Jason. Ah! Wow. Ah, oh, heiß. Ah, wie wir oh Gott, alle. Mein Arm. Diese Insel gehört dir. Ich habe gerade immer das Gefühl, dass es ein Fehler ist, hier lang zu gehen. Du lebst in einer Fantasiewelt. Ich denke, das alles außer dir. Jetzt müssen wir noch gegen unsere Freundin kämpfen, oder was? Dein Tatar, alles, was du auf dieser Insel getan hast, verschwindet. Will ich ihn verhalten? Ich weiß es nicht. Kann ich zurück? Ich kann theoretisch zurück, oder? Ich weiß es nicht. Ich will keinen Fehler machen. Ah! Bekommen und langweilige Leben leben. Bleib hier. Der Dschungel wird immer für dich da sein. Und du wirst immer König sein. Sind sie tot, musst du nie wieder fort von hier. Die Gewalt ist vorbei. Ich bin fertig. Kein Blut mehr. Jason, sieh mich an. Bleib bei mir. Du brauchst keinen von denen. Du bist auch alleine mächtig. Jason, ich liebe dich. Jason, was ist los mit dir? Citra hat mich erlöst, uns alle erlöst. Und du willst ihre Liebe nicht? Ja! Gott, Dennis. Und Citra. Verlass mich nicht. Verzeih mir. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Citra, bitte. Verlass mich nicht, bitte. Citra, es tut mir leid. Citra, bitte, verlass mich noch nicht.
zähle nicht mehr. Ich kann nicht mehr zurück. Ich bin ein Monster. Ich spüre die Wut in mir. Aber irgendwo in mir drin bin ich mehr als das. Besser als das. In Memory of Jens Jiang Mark 1973 bis 2012 lebte dieser gute Mann. Und das war Far Cry 3. Eieiei, was für ein Ende. Und ich bin ja der Meinung, mich dann doch fürs Richtige entschieden zu haben, unsere Freunde gehen zu lassen. Unsere Freunde. Und da kann man nämlich auch noch so einen kleinen Aspekt so des reellen Lebens einbeziehen. Freunde, das wahrscheinlich wohl Wichtigste in einem menschlichen Leben. Also wir sind aufgrund unserer Freunde hergekommen, wir haben das alles mit unseren Freunden durchgemacht. Und es wäre eine Farce gewesen, wenn wir unsere Freunde jetzt getötet hätten, nur um mit Zita zusammen zu sein. Eine Frau, die uns vielleicht im Spiel zumindest sicherlich den Kopf verdreht hat und wir vielleicht auch irgendwo zu ihr wollten. Aber wie sie es gesagt hat, wir wären dann alleiniger Herrscher gewesen und wir wären König des Dschungels. Aber das wollten wir doch alles überhaupt gar nicht. Wir wollten einfach nur unsere Freunde retten. Das war auch der Grund, warum wir losgezogen sind, uns gegen die Piraten aufgelehnt haben. Wir wollten unsere Freunde retten, wieder Frieden schaffen und Blut vergießen wollten wir nie. Wir wollten in diesem Dschungel eigentlich gar nicht sein. Wir gehören da eigentlich nicht hin und deswegen fand ich, ist es das Richtige gewesen, unsere Freunde gehen zu lassen. Dass Citra dann gestorben ist, dafür können wir leider nichts. Und es war so ein bisschen Ironie, dass Dennis meinte, dass Citra ihn befreit hat und uns alle befreit hat und dann tötet er sie. Was für mich so ein bisschen das Unrecht von Citra dann noch darstellt. Von daher ein weiterer Punkt, mich für mich richtig entschieden zu haben. Und auch hier kann man sehen, dass es da irgendwo mehrere mögliche Enden gegeben hätte. Und während der Abspann hier noch durchs Bild läuft, verabschiede ich mich so langsam von diesem Let's Play. Es war ein sehr, sehr langes Let's Play. An die 85 Parts ungefähr. Es ist doch schon ein ganz schönes Stück bis hierhin an diesem Punkt, an dem Tag, wo ich es hier aufnehme, gerade vor meinem Rechner sitze. Ist es bis dato mein längstes Let's Play, was ich jemals gemacht habe. Und vielleicht werde ich in ein, zwei Jahren zurückblicken und ja, auf dieses Video zurückblicken und sagen, Mensch, ich habe doch jetzt schon einige Let's Plays mit viel mehr Videos. Wäre sicherlich ganz interessant. Und ich hoffe, dieses Let's Play hat euch auch gefallen. Diejenigen, die zugeschaut haben, vielen Dank an jeden, der ja einen Kommentar da gelassen hat, an alle, die Videos geliked haben, die ihnen das Spiel genauso gefallen hat wie mir. Es war ein großartiges Spiel, klasse inszeniert, von der Grafik bis hin zum Sound, über die Atmosphäre, bis hin zu all dem, was man da entdecken kann. Und wir haben auch noch längst nicht alles entdeckt. Man hätte einfach nur durch die Gegend laufen können und hätte Orte gesehen, wo man wahrscheinlich den Mund einfach nicht mehr zukriegt. Es gibt so viel unendliche Höhlen und unterirdische Seen und Oasen und Berge, Klippen und überall kann man hin. Alles, was man sieht, überall kann man hin und es ist einfach unfassbar. Für mich auch Ubisoft immer noch und immer wieder eines der besten Firmen, was so Computerentwicklung angeht, sei es Assassin's Creed, sei es Far Cry, sei es Watch Dogs, was auch bald rauskommt, was ich jetzt schon mal sagen kann, das wird, denke ich mal, ein sehr gutes Spiel werden. Also Ubisoft eigentlich immer für gute Spiele zu haben und auch hier wieder klasse Arbeit geleistet. Ich bin euer Kommentator Quankron und ich lasse den Abspann hier noch ein bisschen durchlaufen. Game Designers, Daniel Berlin, das ist ja nicht schlecht. Level Designers, Programming und auch hier sieht man nochmal, wer denn alles an so einem Computerspiel beteiligt ist. Und ich wollte mich gerade verabschieden und schon wieder das nächste Thema. Es ist unglaublich. Also man sieht die ganzen Namen. Es ist krass, was da mittlerweile für ein Team heutzutage hintersteckt hinter Computerspielen. Wie aufwendig das alles ist und wie viel Geld das auch kostet. Teilweise mehr als ganze Hollywood-Streifen, die mehrere Oscars abräumen. Es ist wirklich unglaublich. Aber dieses Team hat es wirklich geschafft, ein grandioses Spiel auf den Markt zu bringen. Ich wüsste spontan gar nicht, was mir so
an diesem Spiel missfallen würde. Es gibt natürlich so ein, zwei Punkte, dass man doch recht schnell entdeckt wird, aber es hat natürlich auch einen gewissen Realismusgrad. Es ist natürlich so ein bisschen vom Spiel abhängig, ob man das mag oder ob man doch eher so ein bisschen Arcade unterwegs ist, wenn man vielleicht nicht ganz so großen Wert auf Realismus legt. Ansonsten natürlich wieder eine große Waffenauswahl und sehr, sehr viele Möglichkeiten, sein eigenes Gameplay zu gestalten. Wir haben auch viele Waffen gar nicht ausgetestet, wie irgendwie diese Leuchtpistole, mit der man sicherlich auch einige Wälder noch hätte in Brand stecken können, aus Spaß. Oder irgendwelche Minen, die wir, na gut, die haben wir ein, zwei Mal genutzt, war auch nicht so großartig oder weiß ich nicht, irgendwie, es gab ja auch so Schraubenschlüsse mit zum Reparieren von Autos, was man in Far Cry 2 eigentlich immer dabei hatte, hier war es ein bisschen individueller. Also alles so Dinge, die man noch ausprobieren kann. Von daher, das Spiel lässt noch einiges offen und das Let's Play hier war zwar eine Menge, was ich gezeigt habe, aber natürlich längst noch nicht alles. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich echt, wie gesagt, ein großartiges Spiel. Lohnt sich, denke ich, auch nochmal zu spielen. Dauert natürlich dann auch wieder seine Zeit, aber wie gesagt, man kann so viel entdecken, dass da eigentlich immer noch irgendwas bleibt, was man noch nicht gesehen hat. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir sehen uns natürlich dann im nächsten Video oder im nächsten Let's Play, was auch immer. Und viel Spaß weiterhin beim Zuschauen meiner Videos. Ganz liebe Grüße an alle euch. An alle euch. Geiler Satz. Okay, ich bin jetzt endgültig raus. Viele Grüße an alle meine Abonnenten und an alle, die immer fleißig meine Videos schauen.